schlimm und ich muss heute, glaube ich, auch noch arbeiten, ne? Ja, um 14 Uhr muss ich auch noch arbeiten gehen. Jawohl, ja. Hä, sag mal, könntest du jetzt mal vielleicht irgendwas Logisches tun? Könntest du jetzt vielleicht mal das tun, was ich dir gesagt habe, dass du tun sollst? Dann geh jetzt erstmal dahin. Dann nimmst du dir bitte... Ja, Pink ist älter. Wundervoll. Könntest du... Dann nimm halt nichts zu... Alter, ganz ehrlich, du bist so weit unten mit all deinen Needs, ne? Boah, das wird halt ein harter Tag. Oh, warum bist du... Oh, ja, weil du jetzt natürlich dich duschen willst. Alter. Hallo? Dann geh dich doch bitte duschen. Ey, das gibt es nicht. Das gibt es einfach nicht. So, jetzt kannst du noch die Reste nehmen. Wenn du jetzt ohnehin schon gerade wach bist. Schlimm, schlimm, schlimm. Jetzt nimm dir die Reste und iss, sag mal. Und dann kannst du halt gleich danach schlafen gehen. Obwohl, ich glaube, 3 Stunden Schlaf reichen nicht aus. Ich... Urlaubstag. Das gibt es nicht, weißt du? Jetzt kannst du es auch noch aufräumen und danach kannst du schlafen gehen. Nein, nicht sitzen. Schlafen. So. Oh ja, das ist jetzt gerade ungünstig. Dann schlafen wir jetzt ein bisschen. Jetzt verdorbenes Essen aussortieren und warum kann ich jetzt auf einmal keine Tiermahlzeit, Tierrezept kochen? Kochen für Jetzt sind sie irgendwie da. Obwohl, warte mal, dann füllen wir den hier erstmal und füllen den hier erstmal. Hallo, du sollst doch hier auf Pause. Tier zum Fressen rufen. Pink. So, dann kannst du jetzt was essen. Wir haben jetzt gerade kein Geld mehr, das ist super toll. Kann ich denn hier irgendwas verkaufen? Warte mal. Ich sehe noch voll jung aus. Uhu, was für ein Kompliment. Ja, relativ gesehen bin ich wahrscheinlich auch voll jung, beziehungsweise nein, eigentlich bin ich, habe ich erfahren, bin ich relativ gesehen total im Schnitt. Ja, alles gut, alles gut. Auch sehr schön, hier Mädels zu haben. Ich bin 20. Ich werde 21. Also, laut der Statistik wahrscheinlich voll im Schnitt. Für alles andere wahrscheinlich zu jung. Also, ganz entspannt. Warum? Wie sieht's denn bei dir aus? Was ist denn bei dir so los? Oh. Bisschen fertig bin ich ja schon. Oh, 26. Achso, da steht sogar. Oh ja, ich hab's gerade einfach stumpf überlesen. Ja, das ist ja nicht so viel älter. Aber cool. So, Moment. Einmal hier. Los, komm. Oh Gott. Die 4 Stück wieder verkaufen für 0 Simoleons. Und jetzt möchte ich gerne mit dir... Warte mal.
mit Laserpointer spielen. So, komm, dann spielen wir jetzt einfach mit Laserpointer. Danach verwendest du das. Und dann stellst du nochmal Möbelstücke her, nämlich einen Beistelltisch. Ich kann auch schon mittlerweile einen Esstisch herstellen, aber dafür haben wir noch nicht genug Geld. Ich möchte jetzt aber noch ein Beistelltischchen herstellen. Dann dürften wir dafür genug Geld haben. Warte mal. Kaffee. Dann dürften wir auf alle Fälle dafür genug Geld haben. Ich will jetzt auch nur nicht mehr allzu lange wach bleiben. Danach kann ich nämlich den einmal herstellen. Ich hoffe, das wird jetzt. Boah. Das wäre schön, wenn das was werden würde. Wenn er halt noch einigermaßen gut wird. Oh, 344 Simoleons. Fürs legitime Nichtstun. Fürs auf der faulen Haut liegen. Das finde ich schön. So, nachdem du das fertig gemacht hast, kannst du nämlich auch ganz entspannt schlafen gehen. So, im Haushaltsmenü einmal gucken. Boah, das leckt gerade. 210, jawohl, ja. Langsam kommen wir zu Geld, langsam kommen wir zu Geld. Zwar nicht unbedingt durch unseren Job, wie es eigentlich geplant war, aber wir kommen zu Geld. Genau, ich habe noch, oh, ich habe noch einen einzigen Urlaubstag. Upsi! Ich bin irgendwie durch meine Urlaubstage durchgelaufen, wie so ein kleines Schulkind, sag mal. Dann würde ich gerne, dass du als nächstes doch einfach mal Reste nehmen. Bei euch Katzen sieht alles gut aus, ne? Genau, wunderbar. Oh Gott. Kritisch, kritisch, kritisch. Erstmal ihm was futtern lassen. Dann kannst du hier verwenden. Tagesaufgabe habe ich abgeschlossen. Warum habe ich nie abgeschlossen? Ach so, weil die Tagesaufgabe ja wie Hausaufgaben ist und sie über frei dann ja auch funktioniert. So. Jetzt möchte ich gerne, dass du einfach mal einen Esstisch herstellst, sag mal. Es ist 7 Uhr frischer Morgen. Wir müssen in 7 Stunden auf der Arbeit sein. Genau, 14 Uhr müssen wir auf der Arbeit sein. Da kann man doch schon mal einen Esstisch herstellen. Wie lange dauert das? Achso, nee, da steht da ja gar nicht, wie lange das dauert. Schade, ich dachte, das stünde da. So. Oh nein, ach komm. 315 Esstisch normale Qualität. Ist gar nicht mal so schlecht. Also wie gesagt, es ist halt nur das Doppelte. Aber schlussendlich ist das jetzt halt gar nicht mal so schlecht. Abischel entfernen. Oh Gott. Überkratzen belehren. So, das mag ich nämlich auch überhaupt nicht, wenn sie dann anfangen zu kratzen. Das finde ich nicht so cool. Wie sieht es hier bei den Skulpturen aus? Bei den Skulpturen haben wir jetzt gerade noch nicht wirklich was Gutes da. Einfach nochmal einen Esstisch herstellen. Hier, komm, den kannst du auch nochmal herstellen. Deine Needs sind gut. Du bist gut drauf, ich bin gut drauf, wir alle sind gut drauf. Wenn du den Esstisch gleich fertig gemacht hast, dann kannst du wahrscheinlich auch nochmal duschen gehen. Und dann müsstest du auch schon wieder fast zur Arbeit. Eieieiei. Aber dann kriegst du auch endlich mal Geld. Das ist jetzt wieder gleich. Wenn der wieder alles gut ist, dann. Was ist los? So. Zack, warte, hat der Esstisch jetzt eigentlich eine gute Qualität hier? Normal, nee, aber auch gut. Nehme ich gerne an. So, du gehst jetzt nochmal duschen. Ja, wunderbar. So, was ist los? Futter. Nox hat Hunger. Ja, okay, dann. Hier zum Fressen rufen. Nox. So. Das hier kann ich jetzt auch nochmal auffüllen. Wundervoll. Und jetzt kannst du hier mit Laserpointer spielen. Zack. Habe ich eigentlich geplant, mit Laserpointer zu spielen?
Hallo? Mehr Auswahl, freundlich, mit Laserpointer spielen. Hör auf, an den Computer zu gehen, wenn du Laserpointer hast und Katzen. Das ist halt auch herrlich. Laserpointer, oh Gott, ich muss zur Arbeit. Lauf damit ab zur Arbeit. Nils ist zur Arbeit! Yay! Endlich mal wieder ein bisschen Geld verdienen. Wie viel verdiene ich denn eigentlich gerade? 14 bis 22 Uhr sind satte 8 Stunden. 8 Stunden mal 40 oder 8 mal 4 sind 240. Das heißt, wir verdienen halt ungefähr 200... Ne, 8 mal 4 sind 32. 300... 344 müssten wir verdienen, wenn ich mich nicht irre. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. 344. Sag ich doch. So, soziale Interaktionen fehlen dir. Oh lol. Praise the Cats oder was? Mit Laserpointer spielen. So. Dann spiele ich erstmal noch ein bisschen mit Laserpointer hier. Dann geht der Spaß auch nochmal nach oben. Die Energie jetzt nicht unbedingt, aber Spaß und Sozial gehen nach oben. Und dann kannst du auch direkt danach schlafen. Huch. Das jetzt, geht er jetzt schlafen? Ja, er geht jetzt schlafen. Wundervoll. Einfach wundervoll. So. Ey, bist du auch wahrscheinlich wieder wach, ey, ne? Ja, okay, aber wenn du um 7 aufstehst, dann ist es ja kein großes Thema. So. Reste nehmen. Danach möchte ich gerne nochmal, dass du einen Esstisch herstellst. Einfach am Casual-Arbeitstag nochmal einen Esstisch herstellen. Das ist schön. Und da möchte ich gerne, dass du die Rezept kochen. Hausmanns Futterrezept. Ja, ja, nachdem Relentless ja eingestampft worden ist, leider, bin ich halt zu Monster übergestiegen. Ist jetzt halt auch nicht der einzige, den ich hier habe, aber... Und nein, ich bin nicht von Monster gesponsert, auch wenn ich es halt ultra gerne wäre. Auch wenn ich nicht unbedingt so dahinter stehe, Energies in der Öffentlichkeit anzupreisen. Haben ja doch einige, oder bürgen ja doch einige Gefahren mit sich, auch wenn ein vernünftiger Umgang mit ihnen nichts Schlechtes ist. Ja, Rockstar mag ich nur einige spezielle Sorten tatsächlich. Also, nur ganz kurz, ich habe, also um das mal ganz kurz klarzustellen, ich habe hier, da, kommt voll nicht zurecht, da habe ich ein Regal, wo irgendwie alle meine Energy-Dosen stehen. Da steht, glaube ich, jede einzelne Energy-Dose von Rockstar, Monster und Relentless, die es zu dem Zeitpunkt, seitdem ich angefangen habe zu trinken, gab. Also wirklich, ich habe hier 10, 20, 30, 40, 50, alleine 50 Dosen nur in den Dings stehen. Ja, also, damit wir schon mal über den Scale sprechen. Ich hatte auch irgendwann mal 150 für so einen riesen, so eine riesen Pyramide, aber die ist mir halt immer zusammengefallen und das war mir einfach zu blöd. Gerade wenn halt nachts um 3 dann erstmal der ganze Turm runtergescheppert ist, weil eine Windböe durchgekommen ist, war doof. Jedenfalls, da weiß ich, dass mir das Rockstar Lemon sehr geschmeckt hat. Mir hat das Rockstar Organic das Grüne geschmeckt. Ich weiß jetzt, nee, das Rote geschmeckt. Ich weiß jetzt aber gerade nicht, welcher das ist. Mir hat der pinke Rockstar Freeze geschmeckt. Ich müsste jetzt tatsächlich nochmal nachgucken. Also wenn ich die Dosen alle sehe, dann weiß ich halt auch, was mir geschmeckt hat. Aber das sind so ein paar Sorten, die mir geschmeckt haben, die ich jetzt gerade auf Anhieb noch weiß, beziehungsweise auch sehe. Ja, ja. So auf Anhieb halt. So, Level 6 der Kochfähigkeit. Und dann kann ich das hier nochmal aufräumen. Nee, Rockstar Freeze. Ich kann theoretisch auch gleich nochmal eine Dose holen, aber ist tatsächlich, also gibt es auch im Pink. In Hellblau gibt es, glaube ich, auch. Ja, das weiß ich. Hellblau ist dann, glaube ich, Heidelbeere oder sowas, ne? Wenn ich mich nicht irre. Nee, Heidelbeere nicht. Was war denn Heidelbeere bei Rockstar? Boah, keine Ahnung. So.
Ja, ist ja auch vollkommen verständlich. Muss ja auch nicht unbedingt jeder alle Energies kennen. Also, ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass es den, oder ich wusste nicht wirklich, dass es einen hellblauen Freeze gibt. Ich glaube, ich habe das einfach nur so ein Stück weit am Rande mitbekommen. Oh, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen viel Brunchen. Hier, arme Ritter einfach mal machen. Dann dürfte die Tagesaufgabe ja erledigt sein, ne? Wow, verbrenn bitte nicht die Küche. Ich habe jetzt gerade keine Zeit für ein Feuer. Ist gerade ungünstig. Jetzt arme Ritter essen. Achso, du bist schon satt? Ja, okay, das ist halt vielleicht ein bisschen ungünstig. Dann kannst du verwenden. Was davon ist denn jetzt gerade nicht sauber? Ja, du sollst doch auch auf Toilette gehen, sag mal. Warum kann ich jetzt das Ding nicht säubern? Hm, doof. Habeschill entfernen, aufräumen. Oh Gottchen. Es geht auch noch dafür raus. Jawoll, ja. Ja, Punch ist auch pink. Punch habe ich hier auch rumstehen irgendwo. Habe ich aber doch unten im Keller. Mehr als genug. So, jetzt würde ich dich gerne bitten, zur Arbeit zu gehen. Geh bitte zur Arbeit. Die Toilette kommt auch ohne dich klar. Danach kannst du reparieren. Ist nur wichtig, dass du jetzt gerade tatsächlich mal eine gute Leistung ablegst. Aber es gibt auch noch so ein hässliches Lila und das schmeckt, also vom Monster gibt es noch das Lila und das, finde ich, schmeckt halt überhaupt gar nicht. Könntest du mal weggehen? Oh, Entschuldigung. Opera, oh, Opera nervt wieder, oder? Oder? Ja, Opera öffnet sich jetzt gerade. Jawoll, ja. Nervtötend. Es fehlt an Spaß und Hygiene. Das kann sein. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Das ohne Zucker, das alte war halt bedeutend cooler oder hat halt bedeutend besser geschmeckt, was Monster halt hatte. Und dann haben sie irgendwann die Rezeptur verändert. Ganz klammheimlich. Aufwischen. Duschen. Habeschill entfernen. Mehr Auswahl, freundlich. Mit Laserpointer spielen. So, dann füllen wir jetzt nochmal das Spaßnied auf. Und dann müssen wir morgen, glaube ich, wieder zur Arbeit, ne? Genau, und dann haben wir wieder frei. Killer Cherry ist total lecker. Ich glaube, das habe ich sogar schon getrunken. Und ich glaube, ja. Ich meine, ja. Ich meine, dass das auch... Boah. Um ehrlich zu sein, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Also ich kann mich nicht mehr an jeden einzelnen Energy vom puren Namen her erinnern. Ja, doch. Doch, das habe ich hier auch rumstehen. Ja, das sehe ich sogar gerade. Wie gesagt, also bei mir ist es tatsächlich so, es hat halt einfach angefangen, Überhand zu nehmen und ja, irgendwann hat es mal extrem viel, oder habe ich auch mal extrem viel Energy getrunken. Mittlerweile mache ich das auch nicht mehr. Es hat sich alles ein bisschen eingependelt. Ergibt sich halt auch schon alleine dadurch, dass ich halt noch nebenbei Sport mache, 2 bis 3 Mal die Woche, oder es halt vielleicht ein bisschen ungünstig insgesamt ist. So, kannst du nochmal einen Esstisch herstellen? Och Gott, sei doch mal nicht wütend. So, dann kannst du das hier nochmal aufräumen. Zur Inspiration klimpern. So. Gottchen, was ist denn mit dir los? Die heutige Post wurde zugestellt. Oh Gott, will ich das wissen? Oh Gott. Aber ich hab mittlerweile genug Geld. Okay, das geht. Das geht wunderbar, klar. Was ist los? Achso, musst du einfach nur auf Toilette. Wunderbar. Da möchte ich jetzt gerne einen Esstisch herstellen. Wir sind immer noch über 1000. Woo! Wir haben 1000 Simoleons. Jawohl, ja. Das freut mich richtig.
Wir kommen langsam dorthin, wo wir hinwollen. Wird er dann noch fertig vom... Sehr gut. Ich hoffe, ich habe die Schulden jetzt einfach alle schon beglichen. Normal, okay, das geht ja noch. So, hatte ich die jetzt... Genau. Nils ist zur Arbeit. Und die Post hat begonnen. Ausgezeichnet.